Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Escape Dead Island. In der letzten Folge haben wir ja das Seil gefunden. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir damit anrichten können. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So, müssen wir wahrscheinlich jetzt hier wieder die Leiter hoch, gehe ich mal von aus. Oder kamen wir hier vorbei? Ich glaube ja. Ah doch, das geht. Da ist Mr. Zombie, der uns nicht sieht, warum auch immer. Und hier sollten wir das Seil befestigen, genau. Er fordert Seil. Ja, haben wir das schon geholt. Okay, hat er anscheinend nicht gespeichert. Machen wir also nochmal. Das war ja hier vorne drin. Und zwar da. So. Nun geht's aber zu dem Steg und mit dem Seil werden wir hoffentlich in die Freiheit finden und damit ist das Spiel beendet. Nein, natürlich nicht. Wieder schön schleichen. Da ist der Schlurfer mit der pinken Hose nochmal. So. Seil befestigen. Achso, jetzt kommen wir runter. Okay. Da oben hängt noch so ein Schlurfer. Können wir das Seil wieder mitnehmen? Nee, können wir wieder hoch, okay. So, was haben wir hier? Können wir hier irgendwie weitergehen? Mal kurz gucken. Ja. Was ist denn das? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ein Kartenleser? Aha. Da ist auch irgendwas. Eine Geofarm-Akte. The next few patients are coming here from Benoit by helicopter. We'll need to have a team waiting for them on the helipad to escort them to the labs for examination. If they check out, we'll need to keep half of them for further testing. The other half can be sent home, under supervision, of course. Unter Beobachtung natürlich. Okay. Geofarm-Akte gefunden, 2 von 28. Das sind eine Menge, die wir finden müssen. So, was haben wir jetzt hier? Erfordert was? Kampftaschenlampe. Okay, da können wir also noch nicht runter. Was ist denn eine Kampftaschenlampe? Hm. Ups. Na, speichern, okay. Hier ist eine Leiter. Da kommen wir hoch. Ah, das ist die Marina, genau. Oder Docks, genau. Jetzt können wir hier über die Dächer laufen. Nicht abstürzen. Danke. Hier ist ein Pizzakarton. Aber ich werde nochmal zurückgehen. Weil in diesem einen Gebäude habe ich ein Loch gesehen in der Wand. Kurz schauen, ob wir da rein können. Und da unten liegt nämlich auch noch was. Ah, ja, ja, ja. Wieder runter. Kommen wir da überhaupt ran von hier? Nee. Aber wir können doch sicherlich durch dieses Loch. Oh. Okay. Eine Menge Zombies. Flashy Musik für die Zombies, um die abzulenken. Können wir einmal hier hinten lang schleichen?
Ah, folgt mir einer? Nee, okay. Sharon's Lock. My father got off easy, though. Not like my mother. I managed to hide and protect her, but I should have understood. I should have seen the truth in her disfigured face. Seen their malignant schemes in her pain and seen the shape of things to come in our grief. Ich war viel zu jung, um solche Hässlichkeit sehen zu können. Okay. Davon haben wir einen von 16. Oh. Kann ich dir irgendwas entwenden? Nö. Noch irgendwas? Nein. Okay, wir können also auch da oben lang gehen und hier unten geht's auch. Wenn man die Zombies ablenkt. Oh, kommt der denn her? Ich gehe mal hier hoch. Tschüss. Die sind da noch abgelenkt, oder? Ja. Okay, da ist ein Pfeil. Kann ich irgendwas außer Reichweite? Da. Looks like someone was freaking paranoid or something. Sieht so aus, als ob jemand extrem paranoid war oder so. Wieso? Wegen der Kamera? Okay. Ist hier noch irgendwas zum Fotografieren? Ach, der Container. Ja, macht aber nichts dazu. Warum sollten wir denn davon ein Foto machen? Vergiss nicht den Alarm. Okay. So, wo ist der andere Zombie? Der ist weg. Schleichen wir mal wieder. Und schauen, ob hier was ist. Eine Tür. Eine erfordert Hebelaxt. Okay. Haben wir auch noch nicht. Was haben wir hier? Greifhaken befestigen. Erfordert Greifhaken. Ja, ich habe keinen. Okay. Wir werden hier also noch eine Menge Sachen finden, die wir gebrauchen können. Ja, weitere Geofässer. Ja, schrei doch noch lauter. Ja. So. Okay, ist der tot? Ja, ne? Ja. Und er hat was. Vielleicht unsere erste Waffe. Stell dich mal nicht so an. Waffe erhalten, Schraubendreher. Drücke E, während du hinter einem Feind bist, um ihn still und leise zu töten. So, so. Kennen wir ja schon von dem Intro sozusagen. Haben wir hier denn noch irgendwie... Nö. Ach, da kommen wir hoch. Ich bin auch blind. Eine weitere Tür. Jemand zu Hause? Ich hoffe, da ist irgendwo ein Sicherungskasten. Warum? Was weiß er, was ich noch nicht weiß? Schalte den Strom wieder ein. Okay. Dann tun wir das. Wenn wir den Stromkasten finden. Ist das ein Mr. Zombie?
Ich würde sagen, es hat gesessen. Und da ist der Sicherungskasten. Okay, und jetzt erkunde die Marina. Da kommt irgendwas runter, ein Fahrstuhl. Soll uns das etwa sagen, wir sollen da mitfahren? Bestimmt nicht, oder? My head feels like wrong. Oh my god, my head. Was ist mit seinem Kopf? Hä? Zerstörbares Objekt. Kriegen wir aber nicht. Du brauchst eine Nahkampfwaffe, um Hindernisse zerstören zu können. Okay. Schraubenzieher geht's also nicht. Speichert wieder. Was ist denn das? Telefon? It's your fault, Cliff. It's all your fault. Ist alles seine Schuld? Wie kommen wir denn da rein? Gar nicht, oder? Ach so, und da? Ah. Okay, also jetzt gerade aktuell noch nicht. Sonst war hier nichts, ne? Nee. Nett arrangiert. Kommen wir hier rein? Nö. Aber da unten ist was. Rainy Shadows. Ah ja. Na, der ist tot. Denke ich mal. Da haben wir noch was. Noch eine Akte. Many of the mutations we discover among patients indicate clear signs of developing for the sake of injuring their prey. They're evolving. Evolving into killing machines. Killermaschine. Ja, könnte man so nennen. Sag mal, was ist denn das? Don't trust your friends, Cliff. You are not who you think. But you can learn the truth here. Du bist nicht der, der du denkst. Was? Ups. Hä? Was war denn? Hä? It's your fault, Cliff. It's all your fault. Finde einen Weg hinaus, aber hier waren wir doch eben schon mal. Okay, also kann ich mich noch nicht großartig wehren und wenn ich wahrscheinlich verletzt werde, werde ich wieder zurückgesetzt oder wie oder was? Hä? Ja, sieht so aus. Many of the mutations we discover among patients indicate quick. Ja, kennen wir ja schon. Gut, dann erstmal den töten, bevor wir rangehen. Denke ich mal. Okay, ist irgendwo noch einer. Stellt sich nur die Frage, wo? Da. Du hast da was, was ich benötigen könnte. Dankeschön. Öffne die Tür mit der Schlüsselkarte, ja. Oh, da ist noch einer, okay. Würde ihn auch gerne umbringen. Kann ich das? Ja. Ja. Können wir jetzt rangehen? Ja, ne? Cliff, what are you doing to me? Stop, please! Was? Was
Versteht das einer? Also ich nicht. So gar nicht. Na, klingelst du? Nee. Guten Tag. Don't trust your friends, Cliff. You are not who you think. But you can learn the truth here. Vertraue nicht auf deine Freunde. Was? Da kommen wir ja her. Wir hätten doch jetzt von irgendwo noch ein anderes Büro gesehen. Wo man so eine Leiter hochgehen musste. Oder so eine Treppe. Was hier? Nee. Da hinten war das. Genau. Oh. Die Kamera reagiert auf uns. Okay. Hier wollte ich rein, genau. Haben wir hier Foto des Geofarm-Vorstands. Schickes Bild von wichtigen Geschäftsleuten. Auf der Rückseite ist eine Notiz. Geofarm-Vorstandssitzung 1997. Emery Crown wird offiziell zum Kopf des Unternehmens ernannt, nachdem sein Vater Ronald gestorben ist. Interessant. Oder auch nicht. Immer jetzt können wir laufen. Mehr war hier, glaube ich, nicht. Was braucht man da? Seil. Okay, wir haben also ein endloses Seil, also was sich nicht verbraucht. Natürlich nicht schlecht, aber unlogisch. Kann ich hier runter? Ne, muss ganz runter. Okay. Na, ich kann nur hoch oder runter? Was haben wir hier? Ein Medipack. Plus 3 maximale Gesundheit. Aha. Ach, ist es diese Hülle, die wir von außen gesehen haben? Kann das sein? Glaube ja. Linda? Devin? Okay, bevor ich hier weitergehe, gehe ich doch nochmal wieder hier rein. Aber das war doch vorher versperrt, oder nicht? Mysteriös. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Ja. Du brauchst eine Nahkampfwaffe. Okay, also müssen wir doch raus. Toll. Hat sich ja voll gelohnt, wieder zurückzugehen. Lauf schneller. Aufrecht stehen blockiert, ich weiß. Und da vorne sind nicht seine Freunde, sondern Zombies. In Bikini. So, erstmal die. Die dürfte hinüber sein. Oh, da ist noch eine. Siehst mich nicht. Dreh dich um. Komm. Hier ist überhaupt nichts Interessantes. Dreh dich um. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Also auf jeden Fall haben die Zombies hier ein Faible für Pink und Lila. Hier war noch eine Tür, wo wir nicht reinkamen das letzte Mal. Vielleicht jetzt? Nein. Immer noch eine Nebelaxt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir den Strand hier weiter. Das andere bleibt uns ja nicht übrig. Oh!
Holy fuck! This is it? This is it. There's no place to put my stuff. I didn't ask for a roommate. Neither did I, but you got one. So make some space, all right? Bitte was? Es regnet Container und dann so eine komische Psycho-Szene. Fuck! Where am I? Did I make it? Cliff? You okay? Hä? Ja. Und wieder einmal eine Folge, in der mysteriöse Dinge passieren, die ein wenig unlogisch erscheinen. Ich meine, warum sollten Container aus dem Himmel regnen? Ich verstehe es nicht, aber vielleicht finden wir es ja in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!